Willkommen zu Auf ein Wort vom Regal. Ich habe gestern ein sehr interessantes Gespräch mit einem auf die Kommunikations- und Werbebranche spezialisierten Personalberater geführt. Und er berichtete mir von einer grundsätzlichen und sehr aktuellen Beobachtung, dass nämlich mehr und mehr Jobwechsler nach den ersten Wochen und Monaten im neuen Unternehmen sehr enttäuscht, ja frustriert sein würden. Warum? Weil die Website dieser Unternehmen, weil die Broschüren deutlich mehr versprechen, als dann später in der Wirklichkeit auch gehalten wird. Kennt man vielleicht ja auch von Partnervermittlungsbörsen, wo die Eigendarstellung und die Wirklichkeit zuweilen auch arg auseinanderklaffen sollen. Warum machen Unternehmen und Agenturen das? Nun, sie müssen sich derzeit enorm um Kandidaten, um Talente bemühen. Der Markt scheint leergefegt und man muss da schon sehr attraktiv sein, um Talente und Köpfe anzuziehen. Und offenkundig wird dabei immer wieder auch übertrieben. Ich bin generell der Meinung, dass Corporate Branding oder Recruiting-Kommunikation zu häufig sehr oberflächlich gesehen als sehr oberflächlich missverstanden werden und entsprechend gehandhabt werden. Übertragen heißt das, da wird vielleicht die Fassade glänzend weiß gestrichen, ohne aber, dass man sich über das Gebäude selbst und die Räume Gedanken gemacht hätte und vielleicht mal den Hinterhof gefegt hätte. Dabei beginnt Corporate Branding meiner Meinung nach in der Unternehmenswirklichkeit. Was müssen wir tun? Was müssen wir in Wirklichkeit anbieten, um attraktiv zu sein für die Leute da draußen? Mein Tipp an Bewerber, Kandidaten daher, nicht mit dem Gespräch mit den Personalern oder dem späteren Vorgesetzten zufrieden geben, sondern durchstellen lassen zu echten, zu normalen Mitarbeitern und dann mal fragen, wie ist es denn wirklich?